Agrotrucks sind in der Schweizer Landwirtschaft zwar noch eine Nische, doch gibt es bereits einige Lohnunternehmer, die auf diese Transportvariante setzen. Beispielsweise auf Fahrzeuge von MAN. Der LKW-Hersteller hat seine Agrotrucks vom Typ TGS 18.500 4x4 BLS mit neuen Features ausgerüstet. In diesem Video gezeigt mit einem 55 Kubikmeter Abschiebesattelauflieger von Fliegel und als Sattelzugmaschine mit 48 Kubikmeter Agrarauflieger von Kramp. Zusätzlich zum großen 12,4 Liter Motor mit bis zu 500 PS können diese Modelle neu mit einem 9 Liter Motor ausgerüstet werden, der die Euronorm 6D mit SCR Abgassystem, aber ohne Abgasrückführung erfüllt. Der Motor mit der Bezeichnung D15 ist eine komplette Neuentwicklung und wird in den Leistungsklassen mit 330, 360 und 400 PS erhältlich sein. Das Aggregat gibt es mit einem Motorbremssystem, das laut MAN eine dauerhafte Motorbremsleistung von rund 350 kW fast ab Schrittgeschwindigkeit zur Verfügung stellt. Die Bremswirkung dieser Motorbremse wird dabei durch die Regelung des Abgas-Gegendrucks erreicht. Neu gibt es für die MAN Agrotrucks zudem Comfort Steering, ein Abstandsassistenzsystem, das den Fahrer bei der Lenkarbeit unterstützt. Je nach Einsatz bietet MAN für seine Trucks drei verschiedene Allrad-Antriebskonzepte an. Für die Landwirtschaft im Geländeeinsatz eignet sich der mechanische Allradantrieb mit zuschaltbarer Vorderachse, die dem permanenten Antrieb mit eingelegter Längssperre entspricht. Wer etwas weniger im Gelände unterwegs ist, für den ist der hydrostatische Vorderradantrieb Hydrodrive für den Einsatz im rutschigen oder losen Terrain von Vorteil. Die Agrotrucks von MAN können auf Wunsch zudem mit Reifenregeldruckanlagen, mit extra breiter Landwirtschaftsbereifung wie etwa mit den Reifen 398MTG von Alliance, mit einer Load-Sensing-Hydraulikanlage hinter dem Fahrerhaus sowie mit höhenverstellbarer Anhängerkupplung oder mit einem Scharmüller-Anhängerblock ausgestattet werden.